Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, ich war schon fast tot. Zurück zu... ja, Assassin's Creed Rogue. Ich will immer Black Flag sagen oder so. Mal gucken. Ob war das hier auch so... Bitte was? Das ist doch ein bisschen zu einfach, oder? Was? Wartet, bevor ich die da rette. Habe ich vergessen, ich habe da ja eine Schatzkarte, habe ich ja was übersehen. Das ist das nicht. Ach hier. So ist richtig. Noch eine Templerkarte. Haben wir schon einiges hier gefunden. Finde ich sehr schön. Und jetzt retten. Genau, dass du nicht unten guckst. Habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Dieser Misthaufen stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Dieser Misthaufen er hat stinkt. Ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los. Ans Ruder. Von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Wir bilden eine gute Crew. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Ey. Aber außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Das ist gut. Wir brauchen ein anderes Schiff, sei es dieses Wrack da. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbplex und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen? Ja, wo ist Oh Gott. Komm da. Sie ist ein Wrack. Aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Das kennen wir ja bereits. Fortsetzen. Morgan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Nein. Oh, das passt gut zu euch, Shay. Morrigan ist eine alte Göttin. Königin von Krieg und Dunkel. Sie erntet die Seelen gefallener Krieger. Wahrlich perfekt. Bleib gut in den Kerken! Ja, alles gut. Oh, Dieu. Ach, treib. Mein Schiff! Es ist vorn der Schiene! Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morrigan reagiert, Captain Shay. An die Kanonenmänner! Das ist gut. Feuer! Wieder daneben! Was heißt? Zum Wind aus der Stopp, sie, Mann! Feuer! Oh, das ist super. Oh. Die Stücke! Tut etwas! Komm her! Feuer! Komm! Feuer! Komm!
Komm her! Feuer! Lasst euch töten! Schwerer Brecher von Steuerbord! Feuer! Nur ein Wassertreffer! Oh nein! Alle aus den großen Bergen! Oh Gott, habe ich gut noch geschafft. Es ist nur noch ein Schiff übrig. Und ich darf die Verbündeten nicht treffen. Feuer! Auf euer Schiff! Ich darf nicht dieses Schiff immerhin gefechtbereit. Begebe mich zu den Resten der Gang vor. Der Rheinweg ist lang. Temperaturen stehen an. Singt ein Lied, Männer! Der Chevalier ist zufrieden! Nicht schlecht. Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Assassin's Creed Rogue. Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Mist! Ganz ruhig, ich hol sie da raus. Bitte begeben Sie sich ruhig zum nächstgelegenen Ausgang. Was? Ach, sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Test. Sie waren im Animus. Animus, ja? Analimus. Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake Hormack Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, superlebendiger Überflieger? Hier, Ihr Kommunikator. Für den Notfall. Und jetzt raus hier. Du blöde Kuh. Kommen Sie. Beeilung. Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Wir sind die Übungen gelernt haben. Es wird schon alles gut gehen. Denkt positiv. Hallo, Melanie. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormack war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Wir haben es gehört. Ja. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzoberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Ja, okay. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Okay. Du. Was? Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud. Er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merde, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent Da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormack der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Ich hätte gern trotzdem noch eine Frage. Technisch gesehen war es nicht meine Schuld, aber du, blöde Kuh, pumpst mich hier an, weil ich einen Virus freigesetzt habe. Nicht cool. Geht's hier lang? Kannst du das öffnen? Oder geht's hier lang? Hier geht's lang. Ein blinkendes Wireless-Signal? Ja. Gut. Das heißt, Sie kommen noch ins System. Na los, patchen Sie mich in Ihren Feed. Das ist gut. So,
Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Okay. Escape zurück. F1 Einführung zeigen. Drehen. Achso, drehe ich das. Okay. Dann Ring wählen. Okay. Kamera drehen und zurücksetzen. Ja, okay. Versuchen wir's. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Was? Ich hab noch. Was? Was? Ich hab nur. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen Altair ibn La'ahad einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Schöne Geschichte. Also ich habe auch 4 Assassin's Creed Spiele und die würde ich gerne alle nach und nach auch aufnehmen. Ich habe so viel vor, ich weiß, es kommt auch alles nach und nach, und weil ich nur ein Part am Tag hochladen werde, kommt, damit ihr nicht einen Monat lang nur ein Let's Play Projekt sozusagen habt, kommt alles so durcheinander. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, und ja, ich hätte auf jeden Fall Bock, meine Sammlung zu erweitern. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der... Was? Das habe ich doch gerade gesehen. Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden. Wenn Ihnen danach ist. Hey, ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Ich bin mal so... Da Shays Erinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe. Oder zu mir. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Shay wird sie zu einem tieferen Verständnis führen. Haytham Kanway bleibt für mich die kontroverseste Figur. Ich hege großen Respekt für ihn. Immerhin war er der Großmeister des Kolonialritus, mit dem Auftrag, eine Vorläuferstätte zu finden. Haytham war gerissen und skrupellos, aber er zeigte eine gewisse emotionale Schwäche, die zu seinem Fall führte. Er verlor als Kind seinen Vater und der englische Großmeister, Reginald Birch, erzog ihn zum Tempelritter. Haytham erfuhr schließlich, dass sein Vater Edward ein Assassine war, dass er beschloss, Templer zu bleiben, statt in seines Vaters Fußstapfen zu treten, beweist mir, dass er glaubte, schon auf dem rechten Pfad zu sein. Als Haytham entdeckte, dass Birch einer der Mörder seines Vaters war, töteten er und seine Schwester ihn aus Rache. Ich glaube, das war der Anfang von seinem Ende. Templer töten aus Nutzen.
nicht aus Gefühlen. Als er entdeckte, dass sein Sohn Connor Assassine war und gegen ihn arbeitete, stoppte dieselbe emotionale Schwäche seine Klinge. Ein trauriger Connor erwies ihm nicht dieselbe Gnade. Moment mal. Dieses Kenway habe ich schon an Edward gedacht. Und das war dann der Sohn. Also tötet der Sohn von Edward aus Rache, weil sein Vater tot ist und der Sohn von Edwards Sohn, wie auch immer der jetzt hieß, Connor, glaube ich, irgendwie so, tötet dann seinen Vater oder wie, ja, traurige Geschichte. Na, den repariere ich später mal. Ich habe einen Computer zum Laufen gebracht, habe ich gut gemacht. Ja. Aber bevor wir da reingehen, beenden wir den Part mal wieder. Wo ist mein Analimus? Ah ja, hier. Part werde beendet. Danke fürs Zuschauen. Ciao.